300 Jahre lang konnte sich die Wissenschaft nicht einigen, ob dieses Feld nun existiert oder nicht. 300 Jahre stritten sie darüber, ob es existiert. Ab 1887 basierte die gesamte Wissenschaft auf dem Glauben der Trennung. Zumindest bis vor kurzem. 100 Jahre später, 1987, gab es ein Experiment, das von der Air Force der USA durchgeführt wurde. Und sie hatten eine viel bessere Ausrüstung. Sie nutzten dasselbe Prinzip, das Michelson und Morley 100 Jahre zuvor nutzten. Und raten Sie mal, was sie herausfanden. 100 Jahre später. Die Air Force führte das Experiment durch und fand heraus, dass es tatsächlich ein Energiefeld gibt, das alles verbindet. Und es existiert nicht nur, es existiert genau innerhalb der Parameter, in denen Michelson und Morley es erwartet hatten. Sie hatten nur nicht die benötigte Ausrüstung. Jetzt wissen wir also, dass dieses Feld existiert. Die Ergebnisse des Air Force-Experiments wurden in der sehr berühmten Zeitschrift Nature im August 1986 veröffentlicht, fast 100 Jahre später. Und die wissenschaftliche Gemeinschaft entdeckte, dass sie fälschlicherweise die Trennung aller Dinge angenommen hatte. Jetzt wissen wir also, dass dort ein Feld ist. Man kann über das Feld reden und den Fakt, dass es existiert. Es besteht also keine Frage mehr in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, ob ein Feld existiert oder nicht. Die Frage ist, was bedeutet es für unser Leben?